Juhu. Und hier auf der anderen Seite ist das Gemälde Wald und Morgengrauen drauf. Genau, und so was Ähnliches möchte ich dann heute mit euch malen. Dann werde ich einfach mal loslegen. Habe ich jetzt erstmal Titanweiß und dazu nehme ich jetzt etwas Olivgrün. Und dann noch ein Saftgrün. So, ich habe hier etwas Schwamm. Den tupfe ich jetzt in Weiß. Und ich tupfe ihn in Saftgrün. Und ich fange an, die Farbe aufzutupfen. Ich nehme noch ein bisschen mehr dazu. Und dann noch ein bisschen mehr Grün. Jetzt gehe ich in das Olivgrün und dann vermischen sich die Grünfarben so ein bisschen, so wie das. Und so tupfen wir jetzt einfach den Hintergrund. Und dann ist das auch schon fertig. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gelb dazu. Ich möchte das Grün noch ein bisschen wärmer haben. Gelben Schein und jetzt gleich male ich dann Baumstämme und dann sieht das schon so aus, als wäre das da richtig waldig. Jetzt nur der Schwamm kommt ins Wasser und ich nehme einen Pinsel für die Baumstämme. Ich nehme ein bisschen Schwarz und etwas Dunkelbraun und jetzt male ich hier Baumstämme. Ich nehme das Dunkelbraun und nehme ein ganz, ganz klein wenig Schwarz dazu. Und jetzt gehe ich in die weiße Farbe. Jetzt male ich erstmal Bäume, die so ein bisschen was zurückliegen. Und die sind auch nicht so kräftig in der Farbe. Die sind halt, stehen ein bisschen weiter im Hintergrund und die können dann einfach nur so schemenhaft sichtbar sein. Und so male ich jetzt einfach ein paar Striche, sieht man alles, ja. Auch ungleichmäßig, also hier ist jetzt was Dickeres passiert, das ist okay. Und die können auch so ein bisschen quer gehen, die Äste. So wie es halt im Wald ist. Und alles, was dann ein bisschen mehr nach vorne kommt, das kriegt mehr Farbe. Ach so, ihr seht die Farben gar nicht. Warte. So. Jetzt könnt ihr auch die Farben sehen. Jetzt hier, damit habe ich gerade gearbeitet. Jetzt gehe ich hier am Anfang, und das ist braun, das ist schwarz. Und nehme da ein bisschen Farbe mit, nicht allzu viel. Es ist ein Tönchen, es ist dunkler geworden. Und wenn ihr den Hintergrund tupft, dann nehmt wenig Farbe und seid ungleichmäßig. Und jetzt kann man da schon gut was erkennen, ne? Ich meine, hier würde sich auch hier sowas zeigen, dass da auf jeden Fall ein Bächlein entstehen kann. Das könnten wir jetzt schon mal ein bisschen vorgeben. Ich nehme mal hier das Grau und mische das hier mit dem Grün. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen was vorgeben. Das geht da so da hinten in den Wald rein. Und hier liegen vielleicht Steine. Ein paar Felsen. Und hier liegt noch ein dicker Brocken.
Und vielleicht ist das ja irgendwie eine Elbenquelle. Und auch bei einem Stein könnt ihr schön ungleichmäßig sein. Wenig Farbe nehmen. Wenn ihr viel Farbe nehmt, dann behindert ihr euch nur selber damit, weil ihr die von links nach rechts schiebt, aber nicht wirklich was daraus wird. Und dann könnte es ja sein, dass das Wasser einfach hier so runterrinnt. Das kann man hier auch sehr gut mit einem Fächerpinsel dann so runterziehen. Oder mit einem dünnen Pinsel in einzelnen Strichen. Das können wir auch mal machen. Der Pinsel war jetzt im Wasser, ist abgetupft. Und ich fahre hier einfach runter. Nicht überall, sodass dann noch helle und dunkle Stellen bleiben. Ja, und hier unten ist dann das Wasser und das male ich dann jetzt aber. Wir können auch schon mal ein paar Highlights aus Wasser. Also das, die Farbe ist jetzt relativ transparent. Also ich bin jetzt hier mit einem sehr nassen Pinsel in die weiße Farbe gegangen. Das bedeutet, es ist mehr Wasser als Farbe auf dem Pinsel. Und jetzt kannst du das so ganz gut sehen, aber gleich, wenn das getrocknet ist, dann siehst du, dass da nur so ein transparenter Auftrag passiert ist. Das ist dann der Schein, der so auf dem Wasser liegt. So, und jetzt male ich das Wasser. Und hier habe ich das Wasser der Umgebung angepasst. Und so werde ich das wohl jetzt auch machen. Also wird es ein grünliches Wasser. Und hier habe ich ja das Grau mit dem Grün gemischt. Da nehme ich jetzt noch ein bisschen Grün dazu. Und noch ein bisschen Weiß. Und ein bisschen Schwarz und ein bisschen Braun, eben alle Farben, die ich hier mit verarbeitet habe. Dann gehe ich hier in das Olivgrün, nehme davon auch noch ein bisschen was. Und jetzt finde ich die Farbe ganz schön und ich mache jetzt einfach mal einen Test. Ich nehme noch ein bisschen Wasser zur Farbe. Und ich fahre hier einfach hin und her. So, und die Steine, die werfen auch wieder einen Schatten und deswegen bekommen die einen Schatten direkt aufs Wasser, der sich dann spiegelt. Und es kann auch eine dunklere Kante hier sein. Und an der dunkleren Kante kommt dann nachher noch eine hellere Kante für die Wasserlinie, die am Ufer ist. Hier sieht es auch fast so aus, als käme hier so ein kleiner Weg entlang.
So, vielleicht laufen hier die Rehe und die Eichhörnchen zum Wasser. So ein kleiner Trampelpfad. Kann hier der eine oder andere Stein noch ein Highlight bekommen? Ist er vielleicht feucht durch das Wasser? Dann kann man noch ein bisschen hier Lichtreflexe auf die Steine setzen. Und auch da immer so ein bisschen ungleichmäßig, nicht in geraden Strichen, sondern einfach so mit dem Pinsel ein bisschen hin und her. Und dann kommt da Natürlichkeit rein. Und gleich möchte ich auch, dass die Steine ein bisschen moosig werden. Und dieser kleine Wasserfall, Mini-Wasserfall, der wirft auch schon wieder eine Spiegelung auf das Wasser. Und jetzt nehme ich hier wieder so einen transparenten Auftrag, gehe unterhalb des Wassers und ziehe hier einfach was runter. Und dann ist das dann der Wasserfall, der sich dann da im Wasser zeigt. Hier setze ich jetzt die Wasserlinie. Und dann schauen wir mal an. Hier das Olivgrün mit ein bisschen Saftgrün und ein bisschen Gelb. Das ist mir noch zu grün jetzt, also nehme ich noch ein bisschen Gelb dazu und vielleicht bleibe ich oben beim Gelb und mische einfach hier weiter. So finde ich das schon ganz gut. Und jetzt bekommt die Landschaft hier so ein bisschen einen moosigen Look. Auch hier auf die Steine kann da was drauf. Das, was ich jetzt hier auf die Steine gegeben habe, das spiegelt sich dann auch wieder auf dem Wasser wieder. Und deswegen fahre ich hier auch nochmal hier und da mit der grünen Farbe hier einfach so runter. Hier habe ich jetzt dunkler gemacht. Man sieht es irgendwie schon ziemlich. Ich will das mal was näher haben. Und wo ich dunkler gemacht habe, dann kann ich auch ein bisschen hellere Kanten noch hinsetzen. Oder wenn die Steine gut verwaschen sind und rund sind, dann könnt ihr auch den Schwung nicht so eckig machen, wie ich die ganze Zeit so gemacht habe, sondern so, dann habt ihr so richtig schöne runde Flusssteine, wenn ihr das so in einer Biegung macht. Okay. So, ich gehe hier nochmal an die Wasserlinie. Nehme noch ein bisschen Wasser an den Pinsel und mache hier eine Mischung zwischen Braun und Schwarz. Und die Farbe ist relativ flüssig, das bedeutet wieder transparent. Und jetzt kommt nur ein Hauch hier drauf. Einfach nochmal oben die Kante nochmal vorzuholen. Aber da ist er. So, da ist er. So. Schön, kannst du schön in die Kamera gucken. Aber guck mal, der Schreibtisch ist voll, da kannst du nicht drauf.
Und blüht jetzt nochmal, Schatzi. Okay. Okay. Okay, Doc. Ja, gut. Kakaschen. Ach, das sieht ja schon ganz gut aus, das Bild, ne? Sehe ich gerade hier in der Kamera. Das hier ist ein bisschen schief geraten. Aber okay. Ist schon okay. Vielleicht könnten wir mal gleich noch ein bisschen, nur so ein bisschen, so ein bisschen vom Indigo-Blau. Nicht so ein leuchtendes Blau, sondern so ein für das Wasser. Nur so, damit es so ein bisschen so grau-blau wird. Und hier, da bin ich hier auch noch nicht so zufrieden hier mit der Ecke, die so vergessen aussieht. Schauen wir mal, was wir da machen. Hier habe ich noch so ein bisschen transparente Farbe. Ne, das ist eigentlich schon ziemlich gut weggetrocknet. Ich mache mir wieder hier eine kleine Mischung. Ein bisschen grün, ein bisschen Saftgrün, ein bisschen Olivgrün, ein bisschen gelb. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier das ein bisschen dunkler mache, denn direkt da am Wasser ist es meistens ein bisschen dunkler, weil es ja feucht ist. Und so können wir hier mal ein bisschen, vielleicht kommt auch der ein oder andere Stein da dahin. Alles, was hinten ist, sieht man nicht mehr ganz so doll. Das braucht dann auch nicht so kräftig in der Farbe sein. Und alles, was nach vorne kommt, darf größer werden und auch kräftiger. Und so nehme ich das Indigo-Blau und das Grün, die Mischung, die ich da eben gemacht habe, die ist noch im Pinsel und das verwende ich jetzt. Und dann schaue ich mal, ob sich das jetzt beißt oder ob das gut zusammenpasst. Hier nehme ich jetzt noch das von eben. Und jetzt sieht es eigentlich ziemlich grün schon wieder aus. So, jetzt gehe ich nochmal hier drüber und nehme noch ein bisschen was Wasser. Also ich habe den Pinsel einmal nur so in Wasser getaucht, habe ihn noch nicht abgestreift. Und das ist jetzt wieder ein transparenter Auftrag, der jetzt erfolgt. Und ich fange da hinten an, denn in der Ferne. Und fahre hier so ein bisschen hin und her. Und immer mal gucken, wie sieht es denn aus? Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder? So, jetzt gehen wir aber endlich an die Bäume ran. Jetzt gehe ich hier in den Holzbraun. Mache das auch relativ flüssig, damit ich das den Baumstamm schön malen kann. Ich nehme sogar ein bisschen Schwarz dazu. Und ich setze ich denn jetzt hier im Baum hin? Ich schaue mir hier das jetzt gerade im Video selber an und das ist wirklich fantastisch. Macht das mal, macht mal bitte ein Foto von eurem Kunstwerk und betrachtet euch das dann auf dem Handy oder auf eurem Tablet oder so. Tablet, da habe ich euch die Geschichte schon erzählt mit dem Tablet. Ah, bestimmt, ne? Das war auch wieder ein Anke-Spezial. Dem habe ich jetzt hier unten eine schöne feste Wurzel geschenkt. Und wenn ihr Äste malt, dann ist es auch ganz gut, wenn ihr ein bisschen dabei zittert, dann wirken die noch ein bisschen natürlicher. Der ein oder andere Ast ist auch irgendwann mal abgebrochen und dann kommt da so eine komische Ecke da rein. Ja, das freut mich, dass der so echt aussieht.
Hier kann es ein bisschen dicker sein, sonst stimmt das mit den Proportionen nicht. Oder es könnte natürlich auch sein, dass der vielleicht irgendwo ein bisschen abgebrochen ist und man guckt von einer anderen Perspektive, dass er dann wieder anders aussieht. So, dann können wir hier vorne vielleicht auch noch einen Baum, der im Vordergrund steht. Und wenn ihr einen Baum malt und dann direkt unten darauf achtet, nicht alles so zusammenzumalen, also das jetzt hier die Stellen auszumalen, dann hat er dann direkt schon eine schöne Wurzel, wenn ihr da so ein bisschen auseinander geht. Ich freue mich immer, wenn ich euch irgendwie einen Tipp geben kann. So, und dann können wir ein bisschen Rinde machen. Alles, was näher ist, umso detaillierter könnt ihr das dann darstellen. Und jetzt nehme ich hier, das ist ja schwarz, das ist dunkelbraun, also Van Dyck braun ist das. Und ich nehme etwas weiß dazu, damit es überhaupt sichtbar ist hier auf dem Baumstamm, dass da Rinde entsteht. Ja, und dann können wir noch ein bisschen Wasserschlieren hier aufs Wasser setzen. Einfach nur dünne Striche beim Hin- und Herfahren. Also ich ziehe jetzt von links nach rechts die Pinsel auch einfach mal drehen. Dadurch, dass ich immer nur an der Spitze ein bisschen Farbe habe, die dann rüberziehe, damit jede Seite vom Pinsel dann die Farbe abgeben kann. Hier unterhalb kann ruhig noch ein bisschen mehr hell sein. Vielleicht spritzt das hier so ganz klein wenig. So, jetzt mache ich hier noch mal ein paar hellere Akzente auf das Wasser. So. Und hier am Rand können wir auch noch ein bisschen hell Wasser setzen. Auch so ungleichmäßig. Das gefällt mir hier oben noch nicht so super gut, da muss ich jetzt ein bisschen mal dran arbeiten. So gefällt mir das schon besser. So. Und das können wir eigentlich bei der anderen Wurzel auch noch machen, hier das alles ein bisschen klein, ein bisschen dunkler. Und dann können wir die Wurzel wieder betonen, indem wir da wieder was Helles draufsetzen. Aber jetzt ist die Umgebung von der Wurzel dunkel und es ist harmonischer, als würde das helle Grün unter der Wurzel herausstrahlen. Vielleicht, wenn die Zwerge oder die Elben
gerade ein Licht in ihrem Bäumchen oder in ihrer Wurzel angemacht haben, dann mag es vielleicht klappen, aber im Normalfall eben nicht. Und deswegen habe ich das jetzt hier drunter dunkler gemacht und jetzt kann man aber dann wieder die Wurzel betonen. Und das ist ja das eigentlich, was wir möchten. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Grün dazu, damit es hier nicht so in dem kalten Weiß leuchtet. Vielleicht ein bisschen Gelb. Ein bisschen Wasser. Und einen transparenten Auftrag auf das Weiß drauf. Und hier die Wurzel auch. Und auch der Baum kann noch ein bisschen drin haben. Auch nicht überall gleich, denn es stehen ja Bäume da und dann der Nachbarbaum, der wirft Schatten und der, dadurch stehen dann teilweise Stellen von dem Baum im Schatten. Also können da auch durch helle und dunkle Stellen kommen. Ich glaube, das Bild ist fertig, ne? Was sagt ihr? Danke, dass ihr da wart und dass ihr mich unterstützt. Und ich freue mich über jedes Däumchen und wenn ihr meine Videos auch teilt. Macht's gut. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei allem, was ihr tut. Tschüss!